Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu WoW. Weiter geht's. So, wie ihr seht, ich habe noch eben hier mein Mammut wieder. Tundra-Mammut, das ist der Reisenden. Eben kurz verkauft, repariert, den gehen wir auch schon sofort rein in den Raid. Dürfte ein bisschen größer wieder sein, ne, weil es der Schlachtzug halt. Mal gucken, mal gucken. Was haben wir da? Noch sehen wir gar nichts. Der dürfte oben noch weitergehen. Ja, gucken. Gucken, was uns hier erwartet. Hi Jungs und Mädels. Aber gar nichts. Wer bist du denn? Ein Schlepper, ein Schleppdummer, aber nicht mich. Lass mir gar nichts fallen. Okay. Aufzug. Oh je, oh je, oh je. Nee, erstmal. Ich komme ja sogar nicht hin, ne? Ich war hier noch nie gewesen. Den Weg selbst erstmal suchen. Müssen wir mit dem Aufzug erstmal runterfahren. Ist nach hinten noch. Hier geht's auch weiter. Hier aber keine Liste für den ganzen Bossen. Ein bisschen komisch. Da kommen wir nicht durch. Das ist auch zu. Ja, schon jetzt mal mit dem Aufzug runterfahren. Also auf die Ebenen wechseln. Was haben wir hier? Da haben wir auch noch einen Boss. Nee, da nicht. Sieht aber zumindest so aus. Doch ein Boss. Abrichter Damak. Hält ja ein bisschen viel aus. Hochfangen, ja, kommen wir auch noch. So, jetzt aber nochmal. Ja, haben wir ihn. Ui, hier gibt es ja viele Gegenstände. Epische Gegenstände. Nichts. Nein, nein, nein und nein. Vorlage ist keine. Okay. Können wir auch nicht durch. Ist ja keine Liste da, ist, ne? Von den ganzen Bossen. Ist ein bisschen komisch. Ja, was ist denn das? Schwierigkeitsgrad normal. Ja. Da kann man erstmal mit dem Aufzug runter gucken. Gucken wir mal, was ist denn da hinten? Was ist da hinten? Wie weit kommen wir denn da? Ich brauche ein Ziel. Ist hier aber auch nichts liegen lassen, ist ein bisschen komisch. Ich muss ein bisschen. Oh, endlich mal hier Loot. Ein bisschen komisch. Keine Anzeige von den Bossen. Express-Durchfahrt. Schneller! Das geht doch noch schneller! Da komme ich nicht runter. Ah, ja. Komm ich da rauf? Jo. Ja, dann gehen wir mal rüber, ne? Gucken wir, weit wir rüberkommen. Wahrscheinlich beide Seiten erstmal machen. Jetzt könnte vielleicht hier in der Mitte aufgehen. Nee. Gleis 1 ist bestimmt hier, ne? Explodieren ja auch irgendwann mal noch, oder? Gleis 3.
Wie lange muss ich denn hier warten? Ah, also echt explodieren so langsam. Ach, das ist die Uhr. Über den Bomben ist die Uhr, bis die explodieren. Aber irgendwie kommt jetzt hier nichts weiter. Sehen, wann die explodieren. Ich muss näher heran. Der ist drüben jetzt, ne? Weg mit euch, der Zug muss hier durch. Ich bin außer Reichweite. Kreis 3. Wann kommt auf 2? Ich habe kein Ziel. Ah, wie soll ich warten, bis er wieder da ist, bis ich ihn angreifen kann? Und zwar jetzt. Ah, überstanden wohl scheinbar. Jetzt ist hier auf. Ah, okay. Zugführer Toga. Du Bombenwerfer, du. Das war aber eine bombige Stimmung. Fast 1 Million HP gehabt. Ist halt ein Raid, ne? Priester? Nein, Magier. Schild, Paladin, nee, braucht man das nichts von, egal. So, wieder was erledigt, sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Können wir jetzt mal wieder zurückgehen, ne? Ach, jetzt kann man es ja sehen, da kann man es ja sehen. Aber als rechts in der Liste, sonst ist man hier in der Liste ja wie die Anzahl der ganzen Namen der Boss, aber nee, ist man nicht. Okay, müssen wir so spielen. Dann müssen wir eben so gucken. Haben wir die ersten beiden, haben wir schon mal. In die Mitte kommen wir bestimmt noch nicht, erst zum Schluss. Was haben wir denn da? Hier geht es noch runter, bestimmt auch noch irgendwas. Nach bestimmt ein bisschen Aua. Immer schön ausweichen. So. Da geht noch nichts. Ist auch nichts. Gehen wir quer durch die Mitte. Und da geht's lang. Da geht's auch lang. 1000 Milliarden Wege. Unten schon mal unten und oben ist ein Boss. Ah, okay. Dann haben wir mal den erst. Nehmen wir den, bis wir einen anderen finden. Oh, was wollt ihr denn von mir? Tschüss. Dunkelplattenknirscher. Okay. Bam, bam, bam. Hallo. Ja, kommt her. Ja, ihr beiden auch. Ja, und schön sterben. So, wo sind wir jetzt? Quellige Mitte. Ach komm, nimm mal alle mit. Was hier noch so in der Ecke ist, vielleicht sind da ein paar Kisten versteckt oder so, aber nicht, scheinbar nicht. Erdal. Na, was soll denn das? Ist hier noch was versteckt? Nö. Oh, noch einer. Da ist der Große, der Papa. Hallo, Papi.
Erzfresser. Ja, ich mache schon deutlich weniger Schaden auf die Gegner jetzt, wo die haben halt dementsprechend viel mehr HP. Aber ist ja kein Thema. Moment, genau. Leder ist nicht so gut. Nee, lass mal. Ist da noch irgendwas? Kommen wir nicht weiter, ne? Doch, geht. Nee. Nee, da geht's wohl nicht weiter. Da sieht so aus, wenn da ein Weg wäre, aber geht nicht. Dann wäre hier auch noch irgendwas angezeigt. Ist er nicht. Okay. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir das. Dann haben wir den Erzfresser auch schon mal. Auf zum nächsten Boss. Haben noch ein paar vor uns. Hier lang. Genau. Da oben, der heißt Gruul. Oh, was ist es dahin? Ist er wütend oder ist das Leidenschaft? Man weiß es nicht. Hallo. Die Post ist da. Ich brauche ein Ziel. Hä? Ich habe kein Ziel. Aber so ein bisschen von der Ecke von Felsenweg war oder was? Ah, ein bisschen komisch. Na du, was soll denn das? So, da haben wir ihn, Gruul. Hallo. Ja, machen schon deutlich nicht mehr so schnell so viel Schaden. Nö. Stoff sowieso nicht. Platte dürfen wir nicht. Okay, haben wir ihn auch fertig. Sonst nichts hier liegen lassen oder so? Nee. Okay. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Haben wir unten die beiden auch durch. Kommen wir noch immer mal. Können wir wieder hoch. Müssen wir aber jetzt links den Fahrstuhl benutzen. Die Boss noch, können wir aber in der Mitte zum Endboss wohl gehen. Gehe ich mal so von aus. Das waren wir gleich überall. Bei der. Der Schmelzofen, ach was schön. Der Schmelzi. So, ja, auf jeden Fall noch links irgendwo. Dabei der Fahrstuhl. Oder Aufzug, wenn man möchte. Na, wo ist er? Da kommt er. Da kommt er hoch. Runterspringen wir natürlich nicht, ne? Es sei denn, ihr habt irgendwie was zum den Sturz zum Abfedern. Irgendwas. Dann könnt ihr auch direkt runterspringen. Aber warum? Muss ja nicht sein, ne? Die schwarze Schmiede. Wir sind unten. Oh, ein NPC. Ach, Händler. So, ja, komm, weg. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, nehmen wir es auch gleich wahr. So, weiter geht's. So, hier ist noch was? Nein, da ist nichts mehr. Hallo ihr beiden. Da müssen wir bestimmt durch. Wie ich sehe, da war glaube ich nichts. War da auch noch irgendwas? Hey Franz! Franz Ork! Das Ding steht gut! Die soll reparieren! Muss man auch weitergehen? Nee, aber da kann man weitergehen. Nee, auch nicht. Ach, die können wir.
nächste Mal droh, willst du, Schwarzfoss, sagen gehen, dass wir einen Stanzer haben, der nicht starrt? Ey, du! Spuck in die Hände und reparier den Stanzer! Diese Fuhre wird wohl ein paar Unreinheiten haben. Irgendwie sowas müsst ihr kommen. Wahrscheinlich darauf achten, wenn die beiden runterkommen. Wahrscheinlich. Hansgar. Soll wohl bayerisch sein, was die hier reden. Sieg 5 Schlachtzugsbosse. Erfolg und Chance mit dem Tod. Okay. Und ein Erfolg. Die haben wir nicht abgeschlossen. Nur ein Erfolg errungen. Da ja, Chance mit dem Tod. Bezwingt Hansgar und Franzberg in der Schwarzfelsgießerei auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder Hölle, ohne dass ein Schlachtzugsmitglied von einer Stanzpresse zermalmt wird. Ja, ist natürlich gar kein Thema. Dafür gibt es ja einige Erfolge, so bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss für bestimmte Erfolge. Muss man nicht machen. Wenn man Erfolge sammeln möchte, gibt es einige von verschiedenen Inis und Raids. Alles schon gehabt. Gibt mir auch schon seit von Diablo 3 zum Beispiel, gibt man das auch her, weiß ich noch ziemlich genau. Gab es sowas ja auch. So, was nach oben geht's wieder hoch, ne? Erstmal mich dahin. Moment. Ne, hier geht's ja nicht weiter, oder? Komme ich hier rüber? Ach, guck mal, da sind ja auch noch ein paar Gegner. Da sind keine mehr. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hier geht's weiter. Einmal zickzack laufen wir. Ja. Ihr wollt so schnell sterben. Könnt ihr haben. Zack. 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 Wer will fleißige Handwerker sehen? Ach, war auch noch Loot. Ach, egal, zu spät. Egal, müssen wir jetzt wahrscheinlich so zurückgehen. Kein Thema. Ein bisschen Gold kann man ruhig liegen lassen. So dringend haben wir es auch nicht. Und ja, hier auch noch. Du auch. Da geht's nicht weiter. Achso, hier geht's runter. Der Boss. Agnor Stahlbringer und Flammenbändigerin Kagratz. Meine Arbeit. Ich habe kein Ziel. Hört meine Arbeit. Meine. Ja, die halten schon ein bisschen was aus. Viele, viele, viele Gegenstände. Ich verzichte nicht auf so viel Tempo. Oh, Schulter. Was Neues, Gutes, Schönes. Gut. Schön. Platte dürfen wir nicht. Nein. Brust. Tempo weg, ne? Nee, lass mal. Tempo ist schon wichtig. Für Mönch, Platte, Streitkolben, für Schurke, Schamane, Stoff wollen wir nicht. Okay, haben wir wieder was Neues gefunden, was Besseres. Schön. Ah, schön, schöne Schulter, ne? So dampfmäßig. Warum nicht? So. Dann habe ich hier wieder zurück. Genau, dann können wir da oben wahrscheinlich lang. Ja, aber springen können wir ja nicht, ne? Doch, geht sogar. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Dann können wir ja mal ein bisschen Gold mitnehmen. So, hier oben müsste ein Weg jetzt sein. Genau, da haben wir ihn auch schon. Gehen wir da weiter. Ui,
Chromok, Legende des Berges. Bevölkerung, die schwarze Schmiede. Was sagt die jetzt aus? Sie entzündet die Bossin der schwarzen Schmiede der Schwarzwaldgießerei. Okay. Ich will sie tot sehen! Tot! Nö, nein. Nee. Nein. Haben wir jetzt auch fertig. Das Ausgang. Können wir da, ist mich da geschlossen. Jetzt können wir da raus, können wir hier wieder rausgehen. Hinten fehlt nur einer. Einer fehlt dann noch, die eiserne Jungfern. Okay. Ui. Was nett. Ist doch mal nett, sowas. Einmal hier lang. Jawohl, da geht nicht. Nee, geht nicht. Gehen wir hier lang. Ja, gehen wir hier lang. Ich wollte. Ja, geht nicht? Nee, geht nicht. Ja, müssen wir also wieder zurück. Oh, zumindest eine kleine Abkürzung haben sie eingebaut. Fahrstuhl, wart auf mich. Das ist er ja. Sehr gut. Wieder für gemacht. So, haben wir es auch schon mal durch. So, dürfte nicht mal allzu viel fehlen. Dann haben wir Schwarzfelsgießerei fertig. So. Haben wir nicht alles jetzt durch? Da können wir nicht, ne? Nee, geht nicht. Ist hier noch irgendwas? Mitnehmen. Ne, hier ist nichts. Aber in der Mitte komme ich da nicht rein. Irgendwas übersehen oder? Ne, kommen wir dann wieder raus. Ja, aufmachen können wir noch nicht. Doch nachschauen, nee, was? Abenteuerführer, ne? Genau, sind die alle Bosse ja? Schmelzofen fehlt noch, ist klar. Also eine Jungfern, ja, mal gesehen, und Schwarzfaust, ja, okay. Aber die Karte, na, Karte anzeigen. Also wie kommen wir da hin? Das wollte ich nicht. Meint. Schmelzofen. Was ist mir die Beschreibung? Nee. Das ist nicht blöd. Waren halt eigentlich jetzt überall, ne? Da haben wir irgendwas übersehen. Da geht's nicht rein. Die haben wir doch. Oder geht es da noch weiter rechts vielleicht? Da geht's nicht rein. Das kann man auf der Karte sehen. Geht nicht. Hier ist noch eine Aufzucht, ne? Da geht's noch weiter. Okay, dann kommen wir hoch, Aufzug. Wo ist er? Heute noch? Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Geht er bestimmt hier runter, oder? Ich kann auch nicht aufmounten. Geht nicht.
das ist natürlich blöd. Nee, da kommt nix. Hier haben wir ja alles fertig. Da komme ich nicht rauf. Hier ist alles zu. Ach, guck mal da eine Truhe. Schwarzfelserz, okay. Jetzt will ich auch nicht runterspringen. Muss man mit dem Schwarzfelserz irgendwas machen? Ich werde mir eben nachschauen, wie genau es hier weitergeht. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich war ein bisschen länger jetzt. Ich habe mal komplette Video geguckt von dem Schlachtzug hier. Ja, es fehlen noch zwei Bosse. Die müssen wir machen. Und zwar kommt hier nie ein Fahrstuhl, weil hier kein Fahrstuhl ist. Ganz einfach. Und zwar einfach hier runter springen. Und hier ist nämlich Wasser. Also fahren wir einfach mal runter, ne? Wir müssen hier unten die vier Taucher platt machen. Müssen wir. So, und auch hier oben alles platt machen. Wird nächstes Mal auch dann beim nächsten Raid, welche immer dann erstmal vorher im Video gucken, wie das genau immer funktioniert. Was wir da beachten müssen. Hier glaube ich ein bisschen schneller dann, ein bisschen besser. So, haben wir alle. So, jetzt noch hier rüber. Alle Gegner platt machen. So, Moment. Ach, da ist nur einer. Ich wollte schon sagen. Was müsste die nämlich jetzt kommen? Da ist sie. Und zwar sind jetzt drei Stück. Macht die Blutige. Beschreckung Sorka und Admiralin Garan. Wenn ihr jetzt zu lange wartet oder zu lange braucht, macht also zuerst die Admiralin. Wenn die noch länger lebt, dann wird sie auf das Schiff hinten rüberspringen. Ihr kommt da so nur rüber, wenn ihr an seinen Haken benutzt. Können wir ja benutzen. Ladekette kommt auch rüber auf das Schiff, könnt ihr erledigen. Dann müssen wir ein bisschen zuerst die Admiralin machen. Und das hat gar nicht passiert. Zack, fertig. Sind aber noch nicht ganz fertig hier. Es gibt nämlich hier doch eine Quest. Ist nicht wichtig. Nicht wirklich, aber es gibt hier eine. Zwei kann man schon sehen, da ist sie. Goraluk Hammerbruch. Ihr müsst sie nicht machen. Ich mache sie jetzt auch nicht, weil erkläre ich euch gleich warum. So, aber hier rumlaufen. Bisschen zickzack wieder Slalom laufen. Er gibt euch eine Quest. Siegel der Schwarzfaust. Ihr müsst dafür nämlich jeweils vier Glut des Berges, vier steinerne Herzen, vier Eisensplitzer von den Endgegnern jeden Flügels sammeln. Viermal. Da ihr natürlich nur im Pro Run einen Boss habt, müsst ihr also insgesamt viermal machen, um die Quest zu beenden. Was bringt diese Quest? Diese Quest bringt dann nur das eine. Wenn ich gehe nochmal kurz zurück. Kann ich euch ihn besser zeigen. Wo ist jetzt hier der Ausgang? Ach hier. Die Quest bringt nichts Besonderes. Eigentlich nur eine einzige Sache. Mal hingucken. Genau. Und zwar könnt ihr damit eine kleine Abkürzung schaffen. Soll aber wohl. Ist ja auch schon 2 Jahre alt, das Video. Kann natürlich mittlerweile geändert haben.
Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr auf jedem Schwierigkeitsgrad machen. Also auf normal bis mythisch. Und natürlich für jeden Char. Klar, ne? Kurz überlegen, ja, jetzt haben wir das alles fertig, genau, können wir hier das Ziel zurück. Nein, falsch. Boah. Wo kommen wir denn jetzt her? Ach, da ist doch der Aufzug. Mann. Und zwar bringt das eigentlich nur eine einzige Sache. Weil man kann ja von den Bossen bestimmte Dinge farmen, droppen. Wie auf mythisch hat der allerletzte Boss hat ein Reittier. Also ein Mount, was man, wenn man es bekommen möchte. Klar. Um das halt ein bisschen zu beschleunigen. Wenn man diese, das zu beschleunigen, also nicht immer, wenn man das im Mount jetzt haben möchte, natürlich. Im Idealfall droppt natürlich sofort, beim ersten Mal, klar. Aber es ist natürlich Chance, wenn es nicht immer sofort beim ersten Mal kommt. Wenn man diese Quest macht, muss man, wie gesagt, den ganzen Raid hier, den ganzen Raid Schwarzfels-Gießerei, wenn man die Quest hat, die drei bestimmten Bosse viermal legen. Auf demselben Schwierigkeitsgrad. Und zwar kann man, wenn man es abgegeben hat, hat man dieses Tor hier immer auf. Immer. Dann ist diese Barriere immer weg. Man muss also nicht mehr dann die Bosse in den drei Flügeln jeweils erledigen. Das ist die ganze Quest, wer das möchte. Wie gesagt, der. Gucken, ich finde das eben schnell. Nicht Pandoria. Wie heißt das nochmal? Moment. Drenor. Schwarzfelsgießerei. Der letzte Boss. Schwarzfaust. Beute. Sind wir nicht auf normal, natürlich nur auf mythisch. Hier den Eisenhufzerstörer. Wir hatten eine Steuerung, ne? Genau. Den kann man nur auf mythisch bekommen. Dafür ist die Quest wohl gedacht. Wenn man den halt farmen möchte, ne? Wie gesagt, aber nur auf mythisch ist er da. Muss man auf mythisch dann die Quest machen. Halt viermal, ne? Dann kann man, ist die Barriere immer hier weg. Dann kann man immer sofort direkt durch, immer wieder neu starten. Aber ich habe nur einmal die Woche oder so, ne? Irgendwie sowas. Aber kann man natürlich nicht jeden Tag machen, wenn man das Mount haben möchte. Das dazu. Das wäre also die Quest, weil es hier unten genau da unten rein und fertig. So, aber jetzt haben wir ja die Bosse soweit alle durch. Alle. Dann können wir jetzt zum Endboss gehen. Habe ich. Ach, hier noch eine Sache habe ich noch vergessen. Eine Sache habe ich noch vergessen, genau. Moment. Was nochmal? Moment. Was habe ich hier rechts genau? Wir müssen ja nur noch. Ist ja alles hier unter. Ein Boss haben wir noch vergessen. Hier ist mich noch der Schmelzofen an. Der Schmelzofen. Wo war das jetzt nochmal? Der Schmelzofen selber. Den Boss müssen wir nicht mehr machen. Genau hier war er, meine ich, gewesen. Hier müssen wir runter. Wir müssen praktisch den Schmelzofen noch erkalten, damit wir zum Oberboss gehen können. Müssen wir wohl auch immer machen dann. Wenn man das Mount farben möchte. Du kannst weg. Der ist auch ein bisschen tricky, den kann man aber alleine machen. Habe ja auch, muss ich aber auch ein Video für sehen, um genau zu gehen. Ich weiß, wie das genau funktioniert. So, dann müsste hier die jetzt zu den Klappen ziehen. Erledigen, dann lassen sie eigentlich so einen Sack mit Bomben fallen. Oder ist es nicht mehr? Ich dachte, der Video ist schon 2 Jahre alt. Hat mich hier 16.000 HP. Ist es nicht mehr? Kann ich da aufschließen? Nee. Meine ich doch. Wo sind die Ads?
Die lassen eigentlich eine Bombentaschen fallen. Muss ich mir Bomben, mit den Bomben die Hitzeklappe hier zum Explodieren bringen. Geht automatisch jetzt wohl. Wie gesagt, ist ja auch schon 2 Jahre alt, das Video. Willst du noch hier warten oder was? Da ist er doch, genau. Da ist er. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ja. Ich kann natürlich auch Makro machen oder halt irgendwie auf eine Maustaste legen oder wie auch immer, ne? Und die Taste ist natürlich dann schneller belegen, kann man natürlich auch machen. Und zwischendurch den Gebläsearbeiter wieder erledigen, weil er sonst den Schmelzofen wieder abkühlt. Er soll aber ja überhitzen. Der Mechanismus ist beschädigt. Lass dich mal schon nicht den Ofen sabotieren. Haben wir schon fast. Du lässt es sein. Da ist schon die erste Klappe, ist schon weg. Jetzt auch zur anderen Klappe. Kommt ruhig mit. Alle mitkommen, Leute. Alle mitkommen. Ihr macht nichts. Zack, zack, zack. Auch weg. Natürlich jetzt hier auf normal, natürlich sehr viel schneller, ne? Ich glaube, das Video habe ich auf mythisch gesehen. Natürlich dauert mythisch ein bisschen länger, ne? So, hier war es wohl früher so, dass man diese Schlackenelementare hier hinziehen musste. Mit die explodieren, weil ich habe mir eigentlich so ein Schild, wo wir so gut wie keinen Schaden genommen haben, mit den Elementaren halt hinziehen, ist das Schild weg und man Schaden machen. Mittlerweile geht es aber auch so. Habe ich mir sagen lassen, ich weiß es selber natürlich nicht, so habe ich es nicht gespielt. Muss einmal rundherum die 4 Elementare, die 4 Schamanen erledigen. So, dann ist das Herz des Berges, genau. Erledigen, fertig, das war's schon. So. Ist eigentlich auch kein Thema. Auf normal sowieso nicht. Jetzt ist der Schmelzofen auch aus. Wie ihr seht, ne, ist kalt. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Genau, einfach hier wieder zurücklaufen. Noch hier im Planer. Ja, Karte sieht ein bisschen komisch aus manchmal. Genau. So, ist der Ofen nämlich kalt. Jetzt können wir zum Endboss gehen. Lalalala. Nee, hoch. Sind also 2, 4, 6, 7, 8 Bosse, glaube ich. Waren das? 8 oder 9? 9 Bosse insgesamt. Da ist ja der Eingang, ne, von Raid. Ist der Ofen aus, Tor ist auf, alles aus, alles gut. Jetzt können wir rein. Hier am besten auch immer alle sofort killen, was da ist. Nicht verkehrt. So, hier ist wieder ein Aufzug. Den Boss kann man auf insgesamt gleich 3 Ebenen kann man ihn nach und nach besiegen. Bis auf die 3. muss man ihn dann besiegen.
Wenn man es möchte. Gucken die, wenn wir wahrscheinlich schon in der ersten Ebene sofort besiegen können. Ich kann man nämlich sehen, das wäre die unterste Ebene gewesen. Hier ist es, Leute. Ja, ich schon. Ihr seid die Hunde, die meine Gießerei auf den Kopf stellen? Tretet vor. Ich zeige euch, wer hier das Sagen hat. Das ist der Herr Schwarzfaust. Wie gesagt, hier in der Mitte müsste man ihn dann hinlocken. Er zerstört den Boden dann, jetzt fällt man runter. Zack. Ebene 2. Das Ganze gleich nochmal. Komm, mach nochmal. Habe ich auch gerade nur im Video gesehen, ja, sonst wäre ich schon längst ja down. So. Hier, er macht manchmal so ein Skill, wo er uns weit wegschleudert. Wenn er natürlich jetzt so zum Rand steht, kann er euch zwar runter stoßen, aber ihr werdet automatisch sofort wieder auf die Plattform geportet. Fallt also nicht direkt runter und tot. Die Essenz des Eisernen Beschützers ist eine Quest. Wenn ihr die Transmogrifiz die Set-Teile haben wollt, zum Verändern, zum Transmogrifizieren, dann müsst ihr die Quest machen. Mache ich jetzt nicht, sind die 5 Sachen, die man herstellen kann. Mache ich aber jetzt nicht, wie gesagt, weil interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Die kann man dann, wie ich gesehen habe, in Talador, genau, Talador in Shattrath. Hier oben, glaube ich, war das. Glaube ich, da muss man, genau, schon nach Shattrath müsst ihr hin. Da könnt ihr dann die Essenzen, müsst ihr sammeln, ne? Da Essenzen sammeln, müsst ihr eingeben, könnt ihr da die Sets herstellen. Wenn ihr es möchtet. So, wie kann man jetzt hier ein bisschen wieder raus, ein bisschen rausporten, ne? Was ist, komme ich sonst hier nicht raus? Ach, fallen wir mal runter. Ah, tot. Freilassen. Sind wir oben. Ganz einfach. Zack. Das war eine Raid. Wie gesagt, war ein bisschen groß. Geht am besten zuerst hier rechts rum. Dann machen wir auch da die 2, 3 Bosse. Dann hier oben. Erst rechts, dann oben den mit den Zügen. Und dann geht links, kommt auch da wieder hoch, macht der, könnt ihr automatisch von da, glaube ich, ne, wollt ihr rüber gehen, könnt ihr die alle machen, dann seid ihr auch schon so gut wie durch. Dann in der Mitte noch ein Schmetterfaust und das war's. Ist ein bisschen kompliziert, ja, ich werde beim nächsten Mal auch, wenn wir den nächsten Raid machen, erst vorher ein Video gucken, damit ich genau weiß, wie der Raid geht. Dann kann ich euch das dann auch ein bisschen besser erklären. Auch, geht auch ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger. Jetzt habe ich nicht verkehrt. Komm, den machen wir noch, wenn er noch da ist. Dann machen wir den Elite-Mob noch. Elite-Boss. Du bist der Verhasste. Dann soll es auch gut sein für heute. Irgendwo unten, ne? Oder ist das doch. Oh, ist der klein. Ist der klein. Fast übersehen. Aber nur fast. So, haben wir auch. Zack. Was haben wir noch Schönes gefunden? Ja, wie gesagt, die Quest lasse ich sein. Für Paladin, Priester und Hexenmeister. Wäre es diese Essenz, lasse ich aber sein. Wie gesagt, ist nicht wichtig. Und die eben auch, ne? Komm. Weil ich nicht die Klasse habe, kann ich die nicht starten. Aber die konnte ich ja starten. 53 Ausdauer brauche ich nicht, nö. Schwert sowieso nicht. Das wäre die andere Paladin, Priester, Hexenmeister, also schon die drei. Also für alle Klassen direkt kann man dann jeweils dann starten. Oh, sind immer gut. Können wir sich das Set hier herstellen? Nehmen wir auch. Das ist eine Axt. Stoff für Magier, für Priester, für Schurke. Stoff, nein, Schusswaffe. Oh, die nehmen wir. Schamane, Krieger.
Wichtig haben wir noch 29, ne, genau. Ne, das war's dann auch. Dann haben wir das durch. Dann haben wir auch. Würde ich sagen, gehen wir in Richtung Eisendocks. Machen wir nächstes Mal erstmal das Bonusziel. Ah, noch einer. Wo ist er? Dieser Töri. Soll doch jetzt hier irgendwo sein. Ne. Grausamer Folterer. Wahrscheinlich irgendwo im Berg drin. Muss man den Eingang erstmal suchen, ne, wo der ist. Wäre aber da. Einen Rundkugel. Komm, nehmen wir den noch mit. Dürfte einfacher sein. Auch alles im Berg drin, ne? Was ist das? Ne, also eine Wächter. Ist er doch. Sieht aber komisch aus. So, haben wir auch erledigt. So, wie gesagt, dann gehen wir schon mal Richtung Bonusziel. Das wird das dann in den nächsten Folgen mal angehen. Dann machen wir noch die Eisendocks. So viele Bosse wieder hier, ne? So viele. Da ist der Mogel kein. Oh. Wir kommen heute nochmal zum Bonusziel. Irgendwann bestimmt. Da ist ja noch einer, ne? Wer ist das? Dieser Tür das Go. Der hier jetzt rumtreibt, keine Ahnung. Das ist er doch. So, tschüss. Feindesjäger. Ein Schwert. Stangenwaffe. Ja, ja, ja. Alles natürlich Müll. So, jetzt aber sind fast da. Das kann weg. Quest haben wir ja hier auch. Wo ist die jetzt wieder? Einmal das Bonusziel. Ach, da ist ja schon Eisendox, genau. Aber wenn wir jetzt hier irgendwo hier oben sicher landen, dann mache ich mich Schluss für heute. Lange genug die Folge. Haben wir wieder einiges geschafft. Raid haben wir wieder gemacht. Ein paar Elite-Mobs. Ihr nervt, ihr nervt. Oh, gehen wir hier hin. Hier haben wir hoffentlich Ruhe. So. Aber jetzt ist Schluss für heute. Sehen wir uns in der nächsten Folge von WoW. Dann geht's weiter. Bis dahin. Tschö mit Ö.